So, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wasteland 2. So, wir waren in der letzten Folge, haben uns auf den Weg. Alles. Oh, wir haben eine Oase gefunden, sehr schön. Ja, bitte kurz einmal auffüllen, die ganzen Flaschen. Wir waren im letzten Mal auf dem Weg, um uns den Weg. Ja, ich weiß, hier ist alles ganz doll radioaktiv verstrahlt und so. Da möchte ich ganz gerne rein. Ich glaube, wir sollten hier auf jeden Fall ganz schnell raus. Ja, man hört hier sehr merkwürdige Töne. Alter, da ist ja ein bisschen... So, wir sollten, glaube ich, jetzt hier hin. Hier müsste eigentlich... exakt genau... Highpool sein. Und da sollten wir jetzt gleich hin. Und ich würde sagen, wir nutzen nochmal ganz kurz eben die Chance, um unsere Feldflaschen aufzufüllen. Und dann... gehen wir mal nach Highpool. Mal gucken, was jetzt noch von Highpool übrig geblieben ist, nachdem wir natürlich den ersten Hilferuf, Notruf, was auch immer, in den Wind geschlagen haben und uns zum Agrarzentrum begeben haben. Ich bin gespannt, was uns da jetzt so erwarten wird. Ich meine, das Agrarzentrum war ja nun für sich ja schon eine ziemliche Hausnummer. Aber, oh, sieht auf jeden Fall ganz schick aus hier. Schön grün. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade ganz viel... Able 1 to Citadel Base. Go ahead, Able 1. Call complete. 10-4 Citadel Base. False alarm. Just a couple of hobos. Resuming patrol. 10-4, Able 1. Carry on. Roger. Able 1 out. So, wir haben natürlich jetzt hier... gerade eben aus Reflex einfach mal alles aufgesammelt, was da drin war. Die Akita-Figur braucht, kann er vielleicht kriegen. Hat er schon was? Nee. Gut, dann kriegst du die auch. So, wir müssen noch ein bisschen sortieren. Die gepolsterte Jacke brauchen wir nicht. Die Medikits braucht Pilz. Okay. Die Munition geht an sie und die Waffe geht auch an sie. Das war nämlich ihre Kategorie. Dann gucken wir uns die doch mal eben an. Momentan ist die ausgerüstet. 4 bis 7 mal 8. Nee, die ist auf jeden Fall nicht gut. Die tun wir direkt mal wieder weg. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen, wenn wir was Sinnvolles gefunden hätten. Aber man kann ja auch nicht alles haben. So, hier hat's... What the fuck? Killer-Monitor. Ah ja. Ist mir jetzt aber mal neu, was du da bist. Probieren wir es mal. Na, immerhin. So, den kriegen wir auch noch vielleicht. Was für ein unverschämtes Glück wir haben im Moment. Hinterhalt können wir gerade nicht machen. Beenden wir einfach mal den Zug. Komm, wir machen das einfach mal Hinterhalt für alle. Immerhin. Und bluten tut er auch. Sehr schön. So, da kommen die Viecher angerobbt. Oh, warte mal, da ist was zum Durchsuchen, glaube ich, oder? Ach nee, das ist Deckung suchend. Ja, dann gehen wir hier in Deckung. Oder auch nicht. Dann beende deinen Zug. So, sie ist im Hinterhalt. Ne, 3 AP für Hinterhalte. Ah, geht gerade leider nicht. Komm, gehen wir nach da. Ach, Nahkampf. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Nicht Held. Ich muss halt echt mal gucken, dass das ein bisschen... oh, tatsächlich getroffen. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet.
Wie sieht's da aus? Nein. Gut, kriegen wir dich da. 73. Sehr schön, hat geklappt. Und ich glaube, jawohl, das war's. Gut, da können wir ein bisschen plündern gehen. Ein Gila-Schwanz. Eine Gila-Haut. Angila. Angila-Fleisch. So, hier brennt es auf jeden Fall ein bisschen. Ich sollte mal gerade eben speichern, bevor ich hier großartig weitermache. Nur die Optionen. Schwierigkeit. Wir nehmen mal abgehärtet, glaube ich. Was da nix. Weil wir stellen mittlerweile fest, dass es. Was steht da? So viel dazu. Nee, die haben einfach, die normalen Gegner haben absolut keine Chance mehr gegen uns. Und das ist halt nicht besonders geckig dann, wenn, naja, halt im Prinzip alles mit einem Schuss tot ist. Nicht, dass ich das nachher noch irgendwie, naja, dann bereuen werde. Aber, naja. So. Diesmal ein Kohlfeld vor dem Feuer. Mhm. Man baut keinen Zaun, wenn man nicht irgendwas aussperren möchte. Oder einsperren, das geht ja auch. Das war immer ein Wasserlaster, nun ist es nur noch eine rostige Hülle. Hier gibt's aber jetzt nichts weiter. Was haben wir denn hier noch? Sieht aus, als wäre hier eine Landmine vergraben. Sollten wir mal vorsichtig sein und die Dinger entschärfen. Die Lampen wurden entschärft. Können wir die jetzt auch aufheben? Nee, okay. Aber wir können die vielleicht auch noch entschärfen. Da ist ja noch eine zweite. Jawohl, hat auch funktioniert. Sehr schick. Ich hoffe, das war jetzt erstmal alles. Gucken wir mal die Tür hier. Können wir die dann aufmachen? Conchita Wurst vielleicht. Jawohl, kann sie. Oh shit. Das war natürlich genau das, was ich jetzt wollte. Obwohl, es geht eigentlich. Erster. Schade. So, jetzt ist er dran. 72, er kann gerade eben nicht. Wie viel hat er denn? 9. Das reicht so oder so nicht. Probieren wir es mal aus. Schick, hat funktioniert. So, und Pille. Alte Nudel. Dann gehen wir nach hier vorne. Ach, verdammt. Ich glaube, das ist nur noch dieser eine Gegner hier. Probieren wir es mal aus. War klar, dass es nicht klappt. Gut, beenden wir auch diesen Zug. Und tu ein bisschen noch nach vorne. Ja, ja, von wegen erledigt. 98. Das war's. So, dann haben wir bestimmt was zum Durchsuchen hier. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Munition ist immer was Schickes. Ein bisschen Scrap. Ein Werkzeuggürtel ist niemals Schrott. Das ist immer eine, naja, eine ganz feine Aktion, eine ganz feine Sache. Möchte jeder haben. Ich sehe ein Feuer. Ein helles Feuer. Ein warmes Feuer. So, was liegt denn hier noch so rum? Tote Leichen und auch zum Glück keine lebendigen Leichen. Ja, gibt's denn hier? Nee, Kisten hat's hier keine. Vielleicht noch ein paar Tretminen, wo ich gerade mal drauf latschen könnte. Leider auch nicht mehr. Hat ja erst dreimal funktioniert. Man könnte ja irgendwann mal meinen, es tritt ein Lernerfolg ein, aber. Oh, was haben wir da? Eine Kiste vielleicht, sind Schätze drin. Jo, geil. Ein Teddy. Was ist ein Teddy Ruxpin? Stimme auf dem Off sagt, Teddy Ursa wäre noch besser gewesen.
Oh, warte, 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 warte. Nicht so schnell da durchrennen. Da hat's einen Zaun. Da mache ich einen Drahtzaun für spät den Weg. Das passt leider gerade gar nicht in das, ja, in das Ding. Wie geht denn das Ding auf eigentlich? Sprengstoff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Alarmanlage dran ist. Ah, ein Schloss und eine Falle. Okay, dann mach mal Falle weg. Ja, reib dir mal die Hände und immer schön an den Elektrozaun dran. So, und Cold Eye darfst dann aufmachen. Mach mich nicht unglücklich. 93% ist nicht besonders... Oh, gut. Kritischer Erfolg ist aufgegangen. So rum mag ich es natürlich. So, da hat es ein Zaffe. Der Safe. Ein elektronisches Schloss. Ja, dann schicken wir nochmal ihn dran. 77%. Nö, dann doch lieber hier. 100. Besser. 100 ist in der Regel mehr als 77. Versenkte Schnupftabakdose. Verblasstes Polaroid. Blub, blub. Was haben wir hier? Vielleicht sind Schätze drin. Ja, Energiezellen für unseren kleinen Indianer. Unser Indianer hat ja ein kleines Upgrade erfahren. Von einem abgesägten Rohr zu einer Hightech-Energie-Plasma-Waffe. Keine Ahnung was. Mach einfach mal die Kiste auf. Passiert schon nichts, genau. Super, eine Munitionskiste. Es sind 5 Schrotpatronen drin und ein paar andere Dinge. Dingelchen. Hier habe ich auch gerade noch irgendwas gesehen. Da, guck mal da. Ein Zahlenschloss. Ein Zahlenschloss ist das hier. 100%. Tutti, tutti. Toll, was wir alles für eine Scheiße da drin finden. Ne? Und warum packt man sowas in den Safe, fragt man sich. Wo geht's denn hier hoch? Irgendwo hin. So. Was ist das denn da? Ein Tank mit flüchtigem Benzin steht bedrohlich nahe vor euch. Können wir das in die Luft jagen? Nein. Na, wahrscheinlich, wenn man sich Deckung sucht oder sowas. So, wir provozieren jetzt einfach direkt nochmal ein bisschen Beef. Ich hoffe, wir kommen dann jetzt gleich mal wieder zum Eingang hier irgendwo hin. Aber ich glaube schon. So, da stehen nämlich 2 Typen rum. 2 Demolierer. Und 68% ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, die Wahrscheinlichkeit. Machen wir mal Einzelschuss, nicht, dass die selber alles wieder verbraten. Oder die Angela, was sagt die denn? Die sagt außer Reichweite. 68. Schaust du? Natürlich nicht. Träumchen. Nein. Ich habe Nein gesagt. Ja, dann lad das Ding mal nach und ignoriere bitte diesen Zug. Na super, jetzt kommen wir hier nicht weg, oder was? Prima. Beende Zug. Reicht es? Das reicht. Jetzt tu nicht so, als ob das wehgetan hätte. Ging doch ganz schnell. Nein, seien Sie artig. Oh, cool. Wieso kann er eigentlich nicht laufen? Frage ich mich jetzt gerade. Kann man da nicht durch? Oder bin ich zu blöde? Hä? So einfach Hinterhalt für alle. Außer natürlich für dich. Du stehst gerade so günstig. So. Wie dafür mal alle Arme abgefallen sind. Wer macht denn sowas? So, dann sammelt euch mal. Nehmt vor allem mal diese Hinterhaltgeschichte hier weg. Nachladen wir auch mal gerade. Eine total tolle Idee. Wo wir gerade mal dabei sind. Und wir finden ein bisschen Mornithion und ein bisschen Scrapmetall. Das ist jetzt nicht besonders viel gewesen. Aber man nimmt ja auch die wenigeren Sachen. Aber wie ich auch schon vermutet hatte, diesem Oldschool-Dingen hier, oder Highschool, oder ich habe den Namen schon wieder vergessen, geht es im Moment nicht mehr so gut. Und das rührt vermutlich, was ist denn das hier? Ein Brunnen ohne Wasser ist nur ein Loch im Boden, es riecht nach Chemikalien. Ja, trinkt man einen Schluck.
Naja, aber endlich mal pünktlich kann ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal von Waschtelland 2. Tschüss!